Hallo und willkommen auf Vivi Entertainment. Ich bin Leo Wolf One und wir haben Freitag und wir haben den 30. Oktober. Morgen ist Halloween. Gut, ihr wisst, wir haben keine Themenwoche, jeder hat so trotzdem ihn passend zu momentan halt zur Zeit einen Horrorfilm genommen. Ich dachte, ich nehme was Ähnliches. Ich wollte jetzt keinen typischen Horrorfilm nehmen. Ich wollte diesmal Screamers tödliche Schreie nehmen. Warum ich diesen Film jetzt euch vorstelle, ist klar, erkläre ich euch gleich. Kurz erstmal schnell zur Hülle, damit wir das hinter uns haben. Ja, zur DVD-Hülle und so. Die DVD-Hülle an sich ist nichts Besonderes. Halt, kein Special, nichts, normale DVD-Hülle. Und ihr seht, das Bild ist halt immer das gleiche. Man hat hier so ein kleines Booklet drin. Ja, wirklich ein Booklet. So ein kleinen Flyer mit halt der Kapitelauswahl. Und nochmal ein schickes Bild. Das war's dann aber auch schon. Kurz mal zu den Sachen, was halt dieser Film hat. Sprache Deutsch, Englisch, Deutsch ist 5.1, Englisch Surround und 5.1, Französisch nur 5.1, wir haben Untertitel Deutsch, Französisch, Holländisch, Englisch, Hindi und Ungarisch. Widescreen, Laufzeit ungefähr, also circa 104 Minuten, der Film ist ab 16. Das waren schon mal die Daten. Zum Film und zum Grund, warum ich euch den heute an Halloween, also einen Tag vor Halloween vorstelle. Kurz zur Vorgeschichte. Wir befinden uns im Jahr 2078 und auf dem Planeten Sirius 6b hat die Menschheit halt es geschafft, sich anzusiedeln und leider können die Menschen auch auf dem Fremdplaneten irgendwie nicht miteinander auskommen und es gibt halt eben Leute, die eben manche plündern halt die Menschen den Planeten aus, manche wollen es wieder verhindern, halt Rebellen und etc. Und darum schützen sich halt die anderen Menschen mit sogenannten Screamers. Das sind die mobilen Schwerter. Also die werden auch mobile Schwerter genannt. Screamers sind kleinere, in diesem Teil kleine rattenartige Roboter, so ziemlich klein, flink, können in diesen Sandboden, also das ist eher so ein Wüstenplanet, so ein bisschen, das zumindest wirkt es von Optik manchmal so, also sie können unheimlich wie Haie, kann man sich das vorstellen, halt in diesen Sand rumschwimmen und hinterlassen halt eben nur so einen kleinen Haufen, man sieht also ziemlich schnell, wenn sie kommen und sie schreien. Darum halt Screamers, weil man hört schon wirklich diesen Schrei der Roboter schon. Das ist schon sehr genial. Hat diese Screamers wurden erschaffen, um halt die Rebellen im Schach zu halten und zu vernichten. Ja, eben. Problem dabei ist halt, die Screamers werden, sie fangen an zu lernen und werden immer schlauer und das merken die Menschen langsam. Also auf diesem Planeten, auf dem Planeten merken sie langsam, dass irgendwas nicht stimmt. Und zwar sind die Screamers so eigentlich programmiert, dass sie halt die Menschen, die sie halt töten, verschleppen. Und keiner von denen, die jetzt überbleiben, macht sich eigentlich den Kopf, wo was mit diesen halt Menschen passiert. Das erfährt man relativ schnell. Und zwar benutzen halt die Screamers alles von Menschen, um sich selber halt zu reparieren. Und dann kommen wir jetzt zu diesem Halloween-Thema so ein bisschen. Und zwar verkleiden. Ja, ihr hört richtig. Und zwar entwickeln sich diese Screamers weiter und verkleiden sich halt als Menschen. Okay, die Idee an sich ist vielleicht nicht wirklich neu, Terminator und Co. Wobei mir das wirklich hier gefällt, weil zum Anfang taucht halt ein kleiner Junge auf, der so ganz unschuldig fragt, darf ich mit dir kommen?
Die nennen sich Daves. Die Daves sind ziemlich interessant. Auf eine Art reagieren sie auf Menschen ohne ein Schutzarmband. Also dieses Schutzarmband schützt halt die Menschen vor diesen normalen Screamers. Und also jeder, der ein Schutzarmband hat, scheint erstmal sicher zu sein, wobei diese Daves auch halt mitlaufen mit Menschen halt, die dieses Schutzarmband anhaben. Und auf einmal reagiert ein Dave halt darauf, dass ein Schutzarmband nicht mehr geht und so eine Sachen. Ein bisschen komisch. Man erfährt halt im Laufe des Films, dass halt die Screamers immer und immer intelligenter wären anscheinend. Sie natürlich versuchen, das dagegen zu wirken. Und im Großen und Ganzen möchte ich nicht so viel spoilern, aber es kommen viele Verkleidungen drin vor, sagen wir es mal so. Es ist wirklich sehr interessant, es macht, wo ich ihn zum allerersten Mal gesehen habe, war es sehr überraschend. Darum verrate ich euch nicht alles. Ich werde euch auch nicht verraten, welcher, ich glaube, Typ 3 oder Typ 4, wer das ist. Sie finden nämlich raus, dass es mehrere Screamer-Typen gibt. Aber ich verrate euch nicht, welcher, wer sich hinter diesen Typen versteckt, wird am Film verraten zum Schluss. Also ihr müsst euch diesen Film angucken. Also ich kann diesen Film empfehlen. Kommt ab und zu mal im Fernsehen. Ich weiß jetzt nicht, wenn er durch Zufall an Halloween im Fernsehen kommt. Ist natürlich nicht der Obergruselfilm, macht aber Spaß zu sehen und passt halt. Dadurch, dass die Roboter sich halt mal diesmal verkleiden. Warum soll man sich als Roboter verkleiden, wenn der Roboter sich als Mensch verkleidet? Ist doch mal was. Also in diesem Sinne wünsche ich euch morgen dann ein schönes Halloween. Gruselt euch nicht zu viel. Habt Spaß. Oder bleibt einfach zu Hause und genießt die hübschen Halloween-Filme. Hat auch was. In diesem Sinne sage ich Tschüss, bis dann und auf Wiedersehen.